Katapuffapa. Sehr viel Salat. Warum waren wir hier nicht vorher schon? Ich glaube, du kannst es nur schmecken, wenn du es mal probierst. Hey, hi guys. And welcome back to our new video. Wir machen jetzt auf Englisch Videos, weil wir jetzt so lange schon hier in Amerika lieber sind. Lieber nicht. Nein, Spaß. Wir sind jetzt wieder in L.A., haben uns gedacht, weil wir lieben es ja, Essensvideos zu drehen, dass wir hier natürlich in Amerika auch ein Essensvideo drehen. Und was für eins? Wir werden typisch amerikanische Fastfood-Läden testen und ich liebe es einfach. Ich liebe diese Videoidee und ich habe richtig Bock, die zu testen. Wir laufen jetzt gerade zu unserer Freundin Caitlin. Die kommt nämlich jetzt mit zum Frühstück. Wir gehen erstmal in so einen Diner. Caitlin kennt ihr vielleicht sogar noch aus den letzten L.A.-Vlogs. Da war sie nämlich auch schon mal am Start. Die wohnt hier in L.A. und mit der bin ich zur Highschool gegangen. Wo müssen wir denn unbedingt hingehen, Hella? Zu In-N-Out Burgers. Zu... Ich bin für Chipotle. Ich liebe Chipotle. Zu Taco Bell auf jeden Fall. Oh, das ist nicht so mein Favorite. Da ja, war ich schon mal. Trotzdem müssen wir da hin. So, wir sind jetzt mit Caitlin zu Uncle Bill's gefahren. What can you get there? Pancakes, eggs, bacon, hash browns. Good stuff. Good American food. Nice, let's go. Nice. So what's that? This is an omelet. Manhattan omelet with avocado. Nice. Hot sauce, got some toast, hash browns. Nice, whoa. Wow. Alright, guys, enjoy. Thanks. Thank you. Blueberry waffle mit Erdbeeren. Und diese Blueberries sind einfach in dieser Waffle drin, richtig nice. Dann Chocolate Pancake mit Bacon und Ei. Und was ist das? Was ist das? Ein hash brown. Das ist so wie ein. It's like potato, right? Yeah, potato. So, wie Kartoffelpuffer. Wow. Das sieht irgendwie halt anders zum aus. Frühstück. Ja, sieht irgendwie sieht anders, halt anders aus, aber. Das ist ein amerikanischer Kartoffelpuffer. Ich werde es gleich in Germany, it's called Kartoffelpuffer. Oh my gosh, we're not doing it. One more time. Kartoffelpuffer. 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 Puffer. Puffer. Ja. Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Oh my god. Okay, probier mal. Nice. Nice? Mhm. Sieht echt crazy aus. Sind so einfach ganz viele kleine Kartoffelstücke. Sieht auf jeden Fall frischer aus als die in Deutschland. Die sind halt immer so tiefgefroren. Blueberry Pancake with Strawberries and Whipped Cream. Ich liebe alles, was fruchtig ist. Die Früchte sind einfach nice und die schmecken richtig lecker. Ich habe den Pancake einfach komplett aufgegessen. Er war sehr, sehr lecker. Und jetzt probiere ich das hier mal. Nur das hier nicht, weil du bist ja vegetarisch. Das gehört mir. Oh ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass das drunter lag. Naja, egal. Chocolate Chip Pancake. Wir haben extra so einen Kinder-Pancake bestellt, damit wir nicht so einen riesigen bekommen, weil wir ja schon diese beiden Sachen haben. Aber wir wollten einfach alles probieren. Ja. Normalerweise haben die so riesige Pancakes. Schmeckt, auch sehr nice. Schmeckt das wie Pfannkuchen oder wie? Ja, aber die Waffel fand ich noch ein bisschen besser. Die Waffel fandst du besser? Weil da auch noch die Früchte drauf waren. Ja, aber du wolltest Schokolade haben. Schmeckt trotzdem sehr gut. In Germany we say Pfannkuchen. Pfannkuchen? Yes, very good. It's like pancake. It's the same like translation. Pan is fun and cake is like Kuchen. 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 Wir sind jetzt fertig mit dem Essen und es war sehr lecker. Sehr, also ich fand es wirklich richtig typisch lecker. Amerikanisches Frühstück. Ich würde sagen, wir bewerten das jetzt immer mit Sternen 1 bis 5. Wie viele Sterne gibst du? Boah, mir fällt halt nichts ein, was einem gefehlt hätte. How many stars would you give? Like 0 to 5. Yeah. For like an American breakfast like this. Was it a good American breakfast? I would say a 4.5. What was missing? Like why is a half a star missing? I wanted your bacon and I didn't get it. She wanted my bacon, okay. Yeah, I think I would give 4.5 as well. I'm speaking in English. Ich würde auch 4.5 Sterne geben, weil, ja, keine Ahnung, ich will einfach Luft nach oben da lassen. Nicht, dass man jetzt direkt mit 5 Sternen ja, ansetzt. Ja, ich glaube, ich gebe auch 4.5. Also es war wirklich sehr, sehr lecker. Es hat irgendwie an nichts gefehlt, aber ist so. Ich weiß es nicht. Irgendwie will ich jetzt nicht direkt beim ersten Restaurant 5 Sterne geben. Aber als nächstes machen wir wirklich so typical American Fastfood-Ketten. Das war ja jetzt keine Fastfood-Kette, weil zum Frühstück, keine Ahnung, Starbucks. Wir müssen vielleicht nochmal morgen oder so zu Starbucks. Also wir filmen heute und morgen, weil morgen geht es dann auch schon wieder nach Hause. Ja, und jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Hella hatte gerade eine gute Frage an Caitlin und ich dachte, ich muss die eben aufnehmen. Soll ich die jetzt auf Deutsch also, sagen? Nein, auf Englisch. Caitlin muss sie auch verstehen. What is your favorite fast food restaurant? I would say either Chipotle or... Oh, das ist auch meins. Chipotle? Taco Bell. Taco Bell? Oh, Hella and I have been to Taco Bell once. And it was gross. Only when you've been drinking is it good. Oh, okay. Also Taco Bell machen wir auch noch und Chipotle werden wir auch noch hin. I don't know. What?
McDonald's? McDonald's? What the heck? Okay. Their fries are really good. Yeah, that's true. Yeah. I just get their fries. I don't get anything okay, else. Okay. Also Chipotle ist auch mein Lieblingsrestaurant. Das gibt's in Deutschland tatsächlich in Frankfurt, aber sonst nirgendwo. Ich habe schon mal überlegt, ich muss mal einfach selber ein Chipotle aufmachen. Ja, ist doch so. Das schmeckt so lecker, Hella, oder? Yeah, da waren wir schon mal. Aber warte ganz kurz. Hier, Vincent macht das Licht, der Art Director. Okay. Nein, wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei In-N-Out, haben uns kurz die Kamera von Marc ausgeliehen. Es sieht so geil aus, damit wir hier ein bisschen Licht im Gesicht haben. Und was gibt's hier? Ich habe schon Hunger und ich hoffe, dass ich mir irgendwie so einen Veggie-Burger bestellen kann. Es wäre halt nice, wenn es sowas hier gibt. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier essen. Kommt mal mit. Also wenn ich jetzt so einen Cheeseburger oder so nehme, dann steht da direkt drunter 480 Kalorien. Angenehm. Sehr angenehm, Leute. Da steht ja nichts von vegetarischen Burger. Nee. Ich nehme einfach einen ohne Patty. Okay. Du bist auch vegetarisch, oder? Okay. Die haben vegetarische Burger. Die haben vegetarische Burger. Benni meint, das ist wie so ein Geheimtipp. Es gibt auch diese Pommes mit extra Soße, die auch nicht draufstehen. Das sind die Animal Fries. Animal Fries. Animal Fries. Das ist auf dem Secret Hidden Menu. Ich glaube, das nehme ich. Wir haben jetzt $42 für 4 Personen bezahlt. Übel günstig, muss ich sagen. Wie bei manchen anderen Fastfood-Restaurants ja auch, dass man sich immer nachfüllen kann, die Getränke. Ist halt mega entspannt. Das ist vielleicht ein Grund, dass halt, warum diese Stühle so übel unbequem sind. Damit du in and out gehst. Wir haben jetzt, also die sehen halt gleich aus. Ich weiß nicht, was davon ist. Wir probieren einfach beide mal. Prost. Jetzt probieren wir mal und raten an, welches welches ist. Ich hab Pepper. Kenn ich jetzt auch, ich hab auch Pfeffer. Darf ich mal was sagen? Das ist ein Kaugummi. Das ist ein Kaugummi. Das ist Rootbier. Das ist Rootbier. Das ist Dr. Pfeffer. Das ist Rootbier. Ich probiere jetzt Lemonade. Schmeckt sehr gut. Ausgemachte Limonade. Schmeckt auch eher nice, oder? Oh, so ein bisschen sauer. So. Ein bisschen sauer. Wie Sprite. Was ist das für ein Burger? Das ist der Veggie-Burger. Ja. Da ist ja gar nichts drauf. Einfach nur ein Salat und so eine Tomatenscheibe. Kein Wunder, dass das so günstig war. Sehr viel Salat. Also ist es ein gesunder Burger. Hätte ein bisschen mehr Soße drauf bekommen. Also ist echt ein bisschen trocken, aber jetzt nicht mega schlecht. Dafür haben die Pommes sehr viel Soße. Also Leute, ich check's nicht ganz. Hier sind halt 3 verschiedene Arten von Pommes. Einmal ohne Soße, einmal mit ganz viel Käse, einmal mit Käse, Zwiebeln und noch eine andere Soße. Also ich möchte einfach mal alles probieren, ja? Okay. Also erstmal Käsepommes. Ja, ganz gut. Jetzt probiere ich die hier mal. Mit so einer anderen Soße nochmal. Ja, du musst aber mit den Zwiebeln. Jetzt kommt die Zwiebelpommes mit Soße. Nice. Okay. Und jetzt normale Pommes. Ja, wow. Aber kannst du ja mal vergleichen, so zu McDonald's Pommes. Mhm. Besser oder schlechter? Ich würde sagen, ein Ticken schlechter. Okay. Wie ist dein Burger? Er hat einen, was hast du für einen Burger? Ein Double. Ein Double Double ohne Zwiebeln, obwohl ich mit Zwiebeln bestellt habe. Oh. Also ich muss sagen, ist schon ein bisschen lame. Gibt auf jeden Fall bessere Veggie Burger. Den Double Double. Das Finale. Trommelwebel. Oha, der sieht auf jeden Fall delicious aus. Also ich finde optisch ein bisschen wie so ein Big Mac, nur halt in schön und schmeckt auch besser. Der wirkt einfach frischer. Es wurde hier gerade eine These aufgestellt und zwar, dass die Pommes immer schon wohl ein bisschen länger stehen, weil der Käse schon so richtig getrocknet ist. Das kann halt wirklich sein, weil sie sind halt auch schon so ein bisschen weich und nicht so wirklich warm. Also die sind wirklich gar nicht warm, ne? Nee. Mein Getränk ist jetzt leer und ich möchte mir jetzt noch mal was anderes holen. Mal sehen, was es hier typisch amerikanisches noch gibt. Ich glaube, ich teste jetzt mal diese Lemonade. Was hast du genommen? Limonade? Mhm. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Ja, das ist halt die typische. Finde ich richtig lecker. Sehr süß. Mhm. Sehr süß. Die gibt es auch, glaube ich, bei McDonald's und überall. Nee, oder? Ja, hier in Amerika. Hier in Amerika, ja. Achso. Unser Sitznachbar hat sich hier gerade einen Burger ohne Brot bestellt. Das ist einfach nur Salat mit dem Patty. Die ganzen Fastfood-Restaurants oder generell Restaurants haben hier immer Merch. Soll ich mir so ein T-Shirt kaufen? Wenn ich du wäre, würde ich mir eins holen. Ich habe ein T-Shirt. Ich finde es richtig cool. Das ist jetzt so eine Erinnerung an dieses Video, an L.A. Also was ich nochmal sagen muss, ist, der Laden an sich innen drin ist richtig cool. Ist richtig typisch amerikanisch. Deswegen haben wir, glaube ich, auch richtig viel Zeit da verbracht. Weil wir waren jetzt locker eine Stunde oder so da und haben die ganze Zeit gequatscht. Also ist halt voll entspannt, die Stimmung da.
Und ich habe mein neues In-N-Out-T-Shirt. Ella, wie viele Sterne gibst du dem ganzen Laden hier? Ich muss sagen, ich glaube, ich gebe In-N-Out 2 Sterne, weil mir die Pommes nicht so gut geschmeckt hat. Also es war so ein bisschen pappig. Die Limo war mega, mega lecker. Also das war echt gut und der Burger war halt ein bisschen langweilig. Und deshalb gibt es von mir nur 2 Sterne. Nee, das muss ausgeblendet werden. Hey, was sagt ihr? Also von mir gibt's 4,5 von 5 Sternen, weil erstens... What? Ja, wirklich. Erstens, passt das T-Shirt oder wieso? Erstens T-Shirt, richtig nice. Zweitens, der Laden ist so typisch amerikanisch, richtig geil aufgebaut. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Das Burger stimmt, ist wirklich günstig. Burger hat gut geschmeckt, auch frisch geschmeckt. Und die Pommes sind wirklich so das Einzige, wo man sagt, die sind jetzt nicht so das Beste. Aber selbst die Pommes mit den Zwiebeln waren halt übertrieben nice. Deswegen gibt es dafür halt einen halben Stern Abzug. Aber ansonsten ist In-N-Out schon... 4,5 Sterne gibt es. Ey, wirklich. Außer den Pommes, dass sie so ein bisschen pappig waren, gab es nichts, was mich so wirklich gestört hat. Sonst also, bin ich doch immer der Optimist. Ja, ich, was für Optimist. Das war einfach lecker. Also, richtig cooler Laden. Ich krieg die Tür nicht auf. Wie geht das aus? I don't know. Thank you. Leute, Ella hat die Tür von dem Tesla nicht aufbekommen. Good morning in the morning from California. Leute, es ist 5 Uhr morgens. Wir sind auf dem Weg zum Hollywood-Sign, weil wir wollen den Sunrise, also den Sonnenaufgang beim Hollywood-Zeichen sehen. Dafür müssen wir jetzt aber noch eine halbe Stunde fahren. Und dann eine halbe Stunde noch hochlaufen. Wehe, der Sonnenaufgang ist nicht schön jetzt. Marc ist auch am Start, richtig nice. Der Einzige, der es auch geschafft hat, mit aufzustehen. Die anderen schlafen natürlich alle. Wir müssen aber jetzt auch eine kleine Stärkung uns noch vorher holen. Und wo geht man dann natürlich in Amerika hin? Zu Starbucks. Cheeseburger. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich geil. 2 müssen wir nehmen. Ja. Okay. Let's go. Ich habe einen Matcha-Latte genommen. Leute, der sieht so aus. Grün! Einfach grün. Also einen Pluspunkt gibt es auf jeden Fall auch schon mal für die Musik. Die war sehr entspannt da drin, so morgens, so amerikanische. Also Weihnachtsmann-Musik. Ja, gefühlt war das echt Weihnachtsmusik. Was hast du genommen? Ich habe einen ganz normalen Cappuccino. Schmeckt der wie in Deutschland oder ist da was special dran? Schmeckt nur Schaum bis jetzt. Ich habe lange keinen mehr getrunken, also ich weiß nicht, wie er in Deutschland schmeckt. Okay, und ich habe einen, ja, das ist nice. Ich habe auf jeden Fall einen Kakao. Schmeckt wie Kakao. Komisch. Dann lass mal los, bevor wir den Sunrise verpassen. Und wir haben auch noch was zu essen gekauft, das probieren wir gleich. Ich habe mir übrigens einen Bagel bestellt und wie man sehen kann, muss ich leider den Frischkäse selber noch drauf machen. Aber egal, das mache ich jetzt gleich mal schnell und dann hoffe ich, dass der ganz gut schmeckt. Und Tom, du musst eigentlich mal meinen Matcha Latte probieren. Ich glaube, du magst es halt gar nicht. Mmh. Oh, das ist richtig eklig. Oh. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die das mag. Da ist echt irgendwie Spinat oder so drin. Nein. Was ist denn da drin? Marc, du musst auch einmal probieren. Marc mag das nicht. Oh. Ihr mag. Boah, ne? Richtig komisch, oder? Oder magst du das? Es geht. Es geht. Es schmeckt aber echt irgendwie ein bisschen nach Gemüse. Ja, ne? Ja. Echt? Also, es schmeckt irgendwie gesund. Ich finde, das schmeckt so ein bisschen so nach Tee. Ich mag es halt gerne. Wir haben uns auch was zu essen geholt und ich habe mir sowas geholt. Ein Lollipop. Nein, das ist ein... Das ist ein Cake-Pop. Cake-Pop. Ich probiere jetzt aber mal den Cake-Pop. Schmeckt so ein bisschen wie so ein halbgarer Kuchen. Oh, ganz komisch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der so gehört. Boah. Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt knapp $30 bezahlt, was ich wirklich krass viel finde. Deswegen bin ich auch in Deutschland, glaube ich, so selten bei Starbucks, weil es immer so teuer ist. Dafür, dass wir zum Beispiel gestern für 4 Leute bei In-N-Out gegessen haben, nicht viel teurer als jetzt für 3 Leute ein Getränk plus so eine Kleinigkeit hier zu essen. Schon krass, oder? Ist natürlich viel praktischer, wenn der Bagel schon vorher geschmiert ist. Schmeckt aber sehr nice. Wenigstens etwas, das schmeckt. Was ist das überhaupt? Ich habe mir ein Impossible Sausage Warmed. Ist das vegetarisch? Ja. Okay. Impossible Sandwich. Ja, Ei und Käse und irgendwelchen anderen Sachen. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, ist schön warm. Sehr lecker. Nice. Das war auf jeden Fall auch das teuerste, was wir, glaube ich, gekauft haben. $6 oder so haben wir dafür bezahlt. Also, ist schon krass. Also, dafür, dass es halt wie so ein Burger ist. Bei McDonald's gibt es ja auch so Frühstück-Burger oder sowas. Auch so, die sehen auch so ähnlich aus. Und die kosten ja safe nicht $6. Ich probiere auch mal den Burger. Und nice. Ist besser als Mc's Burger? Keine Ahnung. Habe ich lange nicht mehr gegessen, aber geil. Schmeckt echt gut dafür, dass es auch noch vegetarisch ist. Ich trinke jetzt aber während der Fahrt schon mal meinen Orange Juice und bin ganz gespannt, ob der so gut wie frisch gepresster Orangensaft schmeckt, weil hier steht drauf, dass es fresh ist. Ja,
Also schmeckt auf jeden Fall relativ fresh. Waren jetzt noch nicht die besten Orangen. Ja, ich mag halt Orangensaft am liebsten, wenn er so ein bisschen säuerlich ist. Das ist immer der beste Orangensaft. Ich esse gerade beides. Ich möchte auch noch was vom Bagel. Oh, den habe ich schon fast aufgegessen. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich finde das Brötchen super, super lecker. Und das hier habe ich probiert. Und ich muss sagen, das schmeckt einfach wie ein normaler Fleischburger. Also schmeckt wie diese Würstchen, die die immer in Amerika haben, weißt du? Ja. Immer die zum Frühstück, die Sausages. Ja, ist ja auch ein Sausage. So schmeckt das innen drin, obwohl das einfach Veggie ist. We made it. Und da ist Los Angeles. Nice. Hier waren Hella und ich sogar schon mal. Wir können euch hier mal ein Foto einblenden, als wir hier schon mal zum Sunset Fotos gemacht haben. Und jetzt sind wir hier zum Sunrise. Es ist hier halt wirklich keine Menschenseele um diese Uhrzeit. Richtig krass. Außer uns dreien ist hier niemand. Woo! Welcome! Es ist mir zu früh, dass du so schreist. Ich will jetzt mal einen String Cheese probieren. Also String Cheese isst man so. Okay. Der heißt String Cheese, wenn man den in Strings isst. Das sieht komisch aus. Macht halt Mozzarella einfach. Ja, schmeckt das gut? Mhm. Crazy, okay. Kann man auf jeden Fall essen, finde ich sehr lecker. Andema Mozzarella. Hella. Ella. Okay, wie viele Sterne bekommt Starbucks von dir? Ehrlich gesagt nur 2. Von mir auch. Also ich muss sagen, es war übertrieben teuer. Mhm. Nur der Bagel und dieser Käse schmecken richtig gut. Der Rest ist halt so durchschnittlich für den Preis. Aber eigentlich muss ich ja noch weniger geben, weil gestern gab es von mir ja auch schon so wenig Sterne. Das stimmt. Bei In-N-Out und da war es echt eigentlich besser, also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Da muss ich jetzt wohl 0,5 geben. Krass, ja. Nee, aber wirklich, es war halt auch, es hat halt erstens mega lange da gedauert, dafür, dass da wirklich keiner war. War halt nicht der Burner. Also ich gebe doch ein, weil der Matcha hat mir echt richtig gut gefallen. Der war so eklig. Mhm. Und der Bagel war auch ganz gut. Okay, naja, wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter hoch. Um da jetzt hinzukommen, müssen wir, glaube ich, den Weg da vorne nehmen. Und dafür müssen wir hier erstmal runterkommen. Okay, das ist nicht the safe way. Man rutscht hier einfach. Oh. Ich wäre fast hingeflogen. Junge, fast gegen diesen Baum. Ey, das ist richtig steil. Hella, vorsichtig, geh andersrum am besten. Mega, ne? War mega entspannt. Man hätte auch einfach den langen Weg außen rum gehen können, aber nein. Oh, jetzt geht's hier wieder so hoch. Zurück nehmen wir den langen Weg. 12 Sekunden später. Ja, gut, also wir waren fast da. Jetzt wurde gerade von einem... Jo, von einem Lautsprecher durchgesagt. Er hätte das mal ein bisschen früher sagen sollen. Ist so. Sind wir hier diesen ganzen Berg hochgegangen? Workout für heute erstmal erledigt. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch gar nicht gesagt, wer da was gesagt hat. Die Polizei von Los Angeles hat da so eine Durchsage gemacht, dass wir in einer restricted area sind und bitte wieder runtergehen sollen. Ja, wow. Ja gut, das hätten wir vielleicht auch mal lesen können, dass man hier $1,000 Strafe zahlen muss. Ah nee, das ist aber nur auf das Feuer bezogen, glaube ich. Ja, hier steht auch wieder Very High Fire Hazard Severity Zone. Sprachen lernen, Bubble. Ja, keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Endlich die letzten Schritte. Da ist Marc schon. Wow, einfach 360 Grad View. Ach, wir sind angekommen. Nach 300 Jahren. Das war echt ein weiter Weg. Ich kann nicht mehr, wirklich. Wir sind jetzt so eine halbe Stunde oder so gelatscht. Und hier ist das Hollywood-Sign. Und da hinten Los Angeles. Wow, hat sich's gelohnt. Ja, der Ausblick ist echt richtig schön. Wir gehen jetzt schon wieder runter. Wir haben ein paar Fotos gemacht, den Sunrise genossen. Es war wirklich cool, dass wir das gemacht haben. Ja, wir waren letztes Mal ja nicht hier oben. Deswegen, es hat sich gelohnt, hier auch nochmal hochzulaufen. Wir hoffen jetzt nur, dass unser Auto nicht abgeschleppt wurde. Weil, ja, es ist jetzt gleich auch schon ein bisschen spät, wenn wir runterkommen. Friends, das Auto ist noch da. Wir haben es geschafft und sind zurück. Gott sei Dank, wir sind echt ein bisschen spät jetzt dran. Also wir haben jetzt dann eben doch nochmal umgeparkt gehabt, bevor wir hochgelaufen sind. Und hier steht nur bis 7 am darf man parken und es ist 7.49 Uhr. Also haben wir ein bisschen Glück gehabt hier. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Jack in the Box. Da war ich Jack in the Box. Warst du da schon mal? Nein, ich war da noch nie und ich habe ja mal ein halbes Jahr oder ein Jahr hier in Amerika verbracht und ich war noch nie bei Jack in the Box. Ich weiß auch gar nicht, ob es ihn in ganz Amerika gibt. Ich glaube, den gibt es nur so in Kalifornien oder so. Crazy. Heute wirst du befreit, Jack. Aus der Box. Wir wollen dich aus der Box. Ich glaube, die dachten, wir wollen das zum Mitnehmen haben, deswegen haben die das jetzt so eingepackt. Wow. Aber erstmal festzustellen, es gab nichts
Vegetarisches. Also nicht kein vegetarischen Burger oder sowas, sondern fast nur Sachen mit Fleisch. Natürlich so Fries und sowas. Oh, die sehen richtig lecker aus. Ich bin total gespannt. Curly Fries. Hier ist Jake in the Box. Hier ist er, Jake. Ella hat sich Mozzarella-Sticks bestellt und Mini-Churros. Mini-Churros zum Nachtisch. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Die sehen sehr knackig aus. Und sie sind warm. Boah, die sind richtig frisch gemacht. Richtig lecker. Ich habe übrigens das T-Shirt von In and Out an, von gestern. Das geht gar nicht hier bei Jack in the Box. Ja, deswegen mache ich die Jacke da drüber. Dann probier mal hier Mozzarella-Sticks. Die sehen auch nice aus. Und? Nice? Oh mein Gott, warum waren wir hier nicht vorher schon? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat mich das nicht so angesprochen, Jack in the Box. Das ist so ein Chicken Burger mit Bacon drauf. Der sieht aber auch voll gut aus. Ja, in Ordnung. Also ich finde das optisch nicht so krass, aber wenn er gut schmeckt, ist alles gut. Ja, ziemlich nice. Alles voll frisch gemacht, oder? Mhm. Jetzt habe ich hier noch was ganz Besonderes. Einfach Tiny Tacos. Ich bin so gespannt. Tiny Tacos. Oh mein Gott, die brauchen wir für unser Mini-Essen-Video. Wie süß sind die denn bitte? Hast du schon mal so einen kleinen Taco gesehen? Oh mein Gott. Aber so leider süß. Ist er mit Fleisch, deshalb kann ich den nicht probieren. Mal gucken, wie scharf die Soße ist. Boah, sehr scharf. Nice, also kreativ auf jeden Fall. Mini-Tacos. Ich find's auch richtig süß. Nice. Hätte echt zu unserem XXS-Video gepasst. Mm. Oh, ich bin ganz gespannt. Ja, knackig. Gut, lecker. Aber lecker. Mm. Da ist noch so eine Füllung drin. Mmh, Zimt. Echt? Ist da drin. Delicious. Richtig lecker. Also ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht von Jack in the Box. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Essen da so lecker schmecken wird. Es hat mich nur ein bisschen gestört, dass es natürlich jetzt nicht so viel Vegetarisches gab. Deshalb musste ich ja die Pommes nehmen und diese Mozzarella-Sticks. Aber die waren wirklich sehr, 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 sehr gut. Und wie hat der Burger geschmeckt? Der war auch richtig lecker. Also der Burger war nice. Ich habe die Mozzarella-Sticks nicht so gefeiert, ehrlich gesagt. Echt? Die Sprite war auch nicht jetzt die beste, muss ich auch sagen. Also irgendwie im ersten Moment hat es in Ordnung geschmeckt. Aber der Burger, der war wirklich gut und die Fries waren gut. Und was hatte ich noch? Die Mini-Tacos waren auch gut. Also ich gebe dem Laden 3,5 von 5 Sternen. Also das, what? Das In and Out findest du besser als Jack in the Box? Ja. Boah, schwierig. Ich habe In and Out voll viele Sterne gegeben, ne? Ja, ja. 4,5. 4,5. Dann gebe ich gebe Jack in the Box 4 Sterne. Ich gebe Jack in the Box 4,5 Sterne. Was? Ja. Obwohl es nichts Vegetarisches gab. Ja, aber mir hat es halt echt richtig, richtig gut gefallen und die Pommes waren einfach schön knackig. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, ist, dass wir erstens so eine riesen Sprite bekommen haben und dass die Sprite nicht so nach Sprite schmeckt. Aber ansonsten, bis auf das mit dem Fleisch, muss ich sagen, hat es mir richtig gut geschmeckt und deshalb 4,5 Sterne von mir. Hast du noch Hunger? Ja. Ja? Auf Nachtisch, Nachtisch. Okay, dann essen wir jetzt noch einen Nachtisch nach dem Nachtisch. Ich habe nämlich gerade gesehen, hier ist Dunkin' Donuts um die Ecke. Wir fahren jetzt mal zu Dunkin' Donuts in America. Ich war noch nie bei irgendeinem Dunkin' Donuts. Ich auch nicht. Wir sind da, Dunkin' Donuts. Hier gibt es anscheinend auch Morning Tacos, habe ich gerade gesehen. Was? Warum fällst du mal fast hin? Das ist nicht. Also das ging richtig fix. Ja. Das war so 2 Minuten nicht mal. Aber ist auch nur ein Donut, der war ja schon fertig. Hier, nimm mal. Das Getränk sieht so fancy aus. Das ist Blue Raspberry. Okay. Das sieht einfach aus wie so ein nicer Slushy. Ja, wirklich. Und schmeckt es auch wie ein nicer Slushy? Begeisterung sieht anders aus. Schmeckt nice, aber ich dachte, es ist noch mehr ein Slushy. Ich glaube, du kannst es nur schmecken, wenn du es mal probierst. Sag bloß. Bei mir ist das gerade so aufgeschäumt im Mund. Ja, genau. Das ist so sofort weg einfach. Gefühlt ist da Sprudel drin oder so. Das ist wie so Schaum im Mund auf einmal. Ja, komisch, ne? Diese Konsistenz habe ich noch nie vorher geschmeckt. Nee. Okay, ich glaube, wir müssen den Donut essen, bevor der hier auftaut. Oder schmilzt, eher gesagt, weil es ist ganz schön warm hier im Auto. Hier, so sieht der Donut aus. Irgendwie dachte ich, der wäre so ein bisschen dünner. Probier den jetzt mal. Weißt du, ich meine? Döner? Döner gibt's hier nicht. Nein, der Guss wäre so dünner. Ist in Ordnung. Ja, also ist jetzt nichts Besonderes. Weiß auch nicht, die hatten jetzt auch nichts Auffälliges, was irgendwie besonders ist. Die hatten einfach nur viele Donuts, viele Getränke. Also ist gefühlt so ein Café. Also von mir gibt's, glaube ich, 3 Sterne. Von mir gibt's auch 3 Sterne. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wofür ich 3 Sterne gebe. Also ich glaube, ich gebe nur 2, weil es ist nichts Besonderes darin. Also Jack in the Box war halt einfach schwer zu toppen. Das Highlight. Ja, es war das Highlight. Jack in the Box ist also das Highlight. Also ich würde nicht mal sagen das Highlight, sondern die große Überraschung des Tages, des Videos. Schau, bei wem wir gerade noch getroffen haben, Jenny. Ey, L.A. ist ein Dorf, oder? L.A. ist ein Dorf. Einfach an mir vorbeigefahren. Ja. Jetzt haben wir uns hier im Parkinglot getroffen. Ja. Also
Und was sagst du? Ich weiß nicht, es ist einfach wie so ein Slushy halt, oder? Aber ja, so ein aber bisschen mehr wie so Gummibärchen-Konsistenz fast schon. Also so schäumig im Mund. Mehr genau. Schleimig. Jetzt ist auch Blauzunge, oder? Ja. Ja. Warst du schon mal bei Dunkin' Donuts? Ja, es gibt sogar in Berlin auch einen Dunkin'. Ah. Ich glaube mehrere. Hm. Und was ist dein Favorite Food da? Mein Favorite Food? Ich gehe lieber zu Brammi Balls Donuts, falls ihr den kennt. Ach so. Aber isst du dann da Donuts oder isst du dann was anderes? Also der Kaffee ist ganz gut, ehrlich gesagt, bei Dunkin'. Nice. Also ist okay. So, ne? Also nichts gegen so richtig nice Barista-Kaffee, aber ansonsten einfach so ein, wahrscheinlich so ein Vanilla-Custard-Donut oder sowas, nice. Wenn ich mir so nichts gönnen will. Nice. Richtig Food-Koma. Das hört sich gut an. Ja, wir haben hier noch so einen Donut, vielleicht willst du den noch probieren. Wie fandet ihr den? In Ordnung, das war so Strawberry irgendwie. So. Strawberry Frost. Oh. Oh no! No. Scheiße. Ja, ich heb's auf. Boah, jetzt sie. Gönnt sich richtig. Oh, der schmeckt auch so fake. Wirklich. Ja. Fake. Schmeckt einfach so nach, ja, so Fake-Erdbeere halt. Ja. Ja. Mm. Oh, nee. Oh, no. Wir sind am Airport. Ich bin so müde. Ich auch. Wir sind und so wir haben früh absolut aufgestanden. Keinen Hunger mehr. Vor nee. Allen Dingen nicht auf Fastfood. Ja, eigentlich wollten wir noch was essen, aber irgendwie haben wir so viel gegessen. Die ganze Zeit in Amerika haben wir irgendwie auch nur Fastfood gegessen. Ja. Also nicht nur jetzt im Video. Naja, Leute. Ich glaube, wir müssen einfach noch mal einen zweiten Teil drehen, weil wir waren nicht bei Taco Bell, wir waren nicht bei Chipotle, wir waren... Es gibt noch so viele Läden. Also wirklich, das ist so krass. Und vor allen Dingen, je nachdem, wo man in Amerika hinfährt, gibt es dann auch noch mal andere Läden. So wie im Norden gibt es dann auch Dairy Queen und solche Sachen. Also, oh echt? Ja, ja. Was ist das denn auch? Da gibt es richtig Burger? Geiles Eis. Also, Eis? Ja, ja. Da gibt es richtig cooles Eis. Teil 1 von Wir essen amerikanisch ist jetzt auf jeden Fall zu Ende. Wir fliegen jetzt gleich nach Hause, wir steigen in den Flieger nach München und dann ist eine schöne Zeit in Amerika vorbei. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Dann wissen wir nämlich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und schreibt gerne nochmal in die Kommentare, welche amerikanischen Restaurants ihr noch so kennt, bei denen wir nicht waren. Dann gehen wir nämlich nächstes Mal, wenn wir irgendwann nochmal nach Amerika kommen, dahin. Wir müssen unbedingt zu Taco Bell. Ja, wir müssen unbedingt zu Taco Bell. Alright, okay. People. Bye, tschüss. Bye.